Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zwilling 18 Box von Die Lochis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zwilling 18 von Die Lochis, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist eine Re-Edition ihres Debütalbums Zwilling, das ist ja 2016 erschienen. Die Box zu Zwilling habe ich euch vorgestellt und heute ist es an der Zeit für diese Neuauflage für Zwilling 18. Ja, auch die hat eine Box bekommen. Wir haben hier, ähnlich wie bei der ursprünglichen Box, das Ganze hier quadratisch gestaltet, so mehr oder weniger eine würfelförmige Box. Dann lesen wir hier Die Lochis Hashtag Zwilling 18 und dann haben wir hier so entsprechende Dreiecke und so Verläufe. Dann hier auf der Seite Die Lochis Zwilling 18, genau wie die ursprüngliche Box auch hier mit den Gesichtern zu sehen, immer so abgeschnitten, halbiert, genau. Das ist hier rundum gegeben. Und auf der Unterseite der Box haben wir das Ganze hier mit den beteiligten Labels und einem Barcode. Der ist hier aufgeklebt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir drehen das Ganze mal und machen hier auf. So, von innen schwarz. Und als erstes kommt uns hier einmal entgegen eine separate Etage. Und zwar haben wir hier das Album Zwilling 18. Dann kann man hier mit dieser schwarzen Stoffflasche das Ganze anheben und diese Ebene hier rausnehmen. Und hier ist dann der restliche Boxinhalt. So, zum einen haben wir hier eine Fahne. Dann haben wir eine Sonnenbrille. Das Album in der Karaoke-Version. Das ursprüngliche Album Zwilling in der Karaoke-Version. Dann haben wir 1, 2, 3 Sticker und ein Poster. Gut, dann machen wir hier wieder die Ebene rein, packen den Deckel drauf und dann starten wir direkt los. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Den Rest geben wir derweil noch zur Seite. So. Gut, also das ist das Album Zwilling 18, kommt hier in einem Jewel Case. Wir haben hier wieder die beiden Zwillinge abgebildet, einmal links, einmal rechts, jeweils so zur Hälfte. In der Mitte lesen wir Die Lochis Zwilling 18, hier auf der Seite in schwarz, auf der Seite Die Lochis Zwilling 18 und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 18 Tracks am Start. Auf der ursprünglichen Variante, also auf dem Album Zwilling, da waren meines Wissens 13, also es sind jetzt 5 neue Tracks hinzugekommen. Und zwar eben hier die letzten 5, meine besten Sidekick, auch wenn es vorbei ist, Kopfkino und 18. So, Social Media Auftritte der beiden, Barcode, Beteiligte, okay. Dann schauen wir mal rein. Als erstes das Booklet. So, so sieht das aus. Einerseits ein Foto, andererseits hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Die sind hier abgedruckt, Wort für Wort. Also hier kann man dann mitsingen oder nachlesen. Sehr gut. Weitere Lyrics. Sehr, sehr textlastig. Zusätzlich haben wir dann auch noch hier etwas kleiner gedruckt die Credits. Also wer hier an dem Track mitgemacht hat, wer den Text beigesteuert hat und wer die Musik beigesteuert hat. Und so endet das Ganze dann hier mit dem Track 18, der passenderweise auch 18 heißt. Und auf der letzten Seite haben wir dann die gesamten Credits zum Album und noch ein Foto. Also erste und zweite Seite hier. Ups. Die beiden Zwillinge, wie sie sich ansehen. Gut, das war's zum Booklet. Wir kommen als nächstes zur Album-CD. Die ist auch relativ schlicht gehalten, hier in schwarz und weiß. So sieht das aus. Dann kommen wir zur nächsten CD. Und zwar haben wir zu diesem Album die Karaoke-Version. Das ist die hier. Zwilling 18 Karaoke-Version.
Kommt hier in einer Papphülle. Ja, genau, 5 Tracks, genau, gut. Jetzt war ich etwas verwirrt. Nein, es sind natürlich hier nur die Bonus-Tracks, denn wir haben auch noch die reguläre Karaoke-Version. Und hier sind eben die 13 regulären Tracks. Also, das passt schon alles. Das sind die 5 Tracks, die eben auf Zwilling 18 dazugekommen sind. Und Karaoke-Version bedeutet eben, das sind die Instrumentalversionen. Also ohne Vocals, ohne Gesang, ohne die beiden Herrschaften hier rein, nur die Musik. Und dann kann man hier selber mitsingen. So, Nummer 1, Karaoke-Version, kommt hier in der Papphülle. Und die zweite Karaoke-Version, die ist eben jetzt hier Zwilling. Und zwar deswegen, weil das eben die 13 regulären Tracks sind, der normalen Zwilling-Variante. Genau, das war ja damals in Farbe gestaltet, das Cover. 13 Tracks hier wieder in der Instrumental-Variante. Und auch diese kommen hier in einer Papphülle. So, das war's mit der Musik. Als nächstes haben wir Sticker mit dabei. 3 Stück, einmal diesen hier quadratisch, ganz schlicht einfach das Cover hier in schwarz und weiß. Dann diesen hier kreisförmig mit dem Schriftzug Die Lochis. Und dann haben wir noch im rechteckigen Format, also im Querformat, Zwilling 18. 3 Sticker, einmal kreisförmig, einmal quadratisch, einmal rechteckig. Dann ist mit dabei ein Poster, das sobald ich es hier gesehen habe, dass es unterschrieben ist. Und zwar haben wir hier wieder die beiden Zwillinge Heiko und Roman hier abgebildet, in schwarz-weiß wieder. Und beide haben hier auch unterschrieben. Also, so sieht das aus, hier mit schwarzem Stift. Sieht für mich auf jeden Fall nach originaler Unterschrift aus, das ist nicht aufgedruckt. Das Poster ist einseitig bedruckt, die Rückseite, wie ihr sehen könnt, weiß. Und das Ganze ist im Hochformat. So, ein nächster Inhalt ist dieser hier. Das ist eine Sonnenbrille. So sieht die aus, in schwarz. Und dann haben wir hier auf den Bügeln auf der Seite jeweils den Schriftzug Die Lochis, sowohl rechts als auch links. Beide Seiten hier entsprechend beschriftet. Und ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel zu sehen. So eine klassische schwarze Sonnenbrille, gängiges Modell. Und hier vorne dann noch so 2 kleine silberne Elemente. So, perfekt für die Sommerzeit. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch diesen. Eine Fahne. So, die schauen wir uns mal an. Die ist ziemlich groß. Und wie zu erwarten, haben wir auch hier wieder den Schriftzug. Und zwar lesen wir hier wieder die und dann recht groß daneben Lochis. Also es ist dieser Schriftzug, den wir auch schon auf dem Sticker hatten. Genau, der da hier, der ist hier auch auf der Fahne drauf. Die Fahne ist hier auf dieser Seite entsprechend bedruckt. Und auf der linken Seite haben wir dann auch noch speziell vernäht hier so 2 Metallösen. Die sind wirklich nur links, also rechts gibt es das Ganze nicht. Bedeutet, man kann das Ganze dann hier einseitig auch wie eine richtige Fahne aufziehen und dann entsprechend aufhängen. So, jetzt schauen wir noch, ob wir irgendwas finden zum Material oder so, aber nein, hier ist kein Zettel zu sehen. Okay, also ich gehe mal davon aus, so wie die meisten Fahnen, dass es sich hierbei um 100% Polyester handelt. Wir werden mal hier wieder alles zusammenfalten und dann schauen wir uns das nochmal an. So, gar nicht so leicht, weil die ist echt riesengroß. So, dann einmal hier die Ecken. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut. So. Ja. Geht natürlich schöner, aber ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit noch damit verbringen, die Fahne zusammenzulegen. Das mache ich danach in Ruhe. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne in schwarz und weiß. Dann die Sonnenbrille hier in schwarz. Die 3 Sticker. 3 verschiedene Formate. Einmal kreisförmig, einmal rechteckig und einmal quadratisch. Auch 3 verschiedene
Designs, drei verschiedene Motive. Dann das Poster, einseitig bedruckt mit den Unterschriften der beiden. Die Karaoke-Version zum regulären Album Zwilling, also die 15 Instrumentals zum Album. Plus, nein, Entschuldigung, nicht 15, 13, genau, die 13 zum regulären Album plus die 5 Instrumentalversionen zu Zwilling 18, womit wir dann auf insgesamt 18 Instrumentals kommen. Und natürlich das Album an sich, Zwilling 18 im Jewelcase mit insgesamt 18 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Zwilling 18 von Die Lochis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Die Lochis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.